Hallo, liebe Leserinnen, liebe Leser. Wir sind in dieser Zeit zwischen den Jahren, wie man so sagt, und reden heute über Nels Jahresrückblick. Nels sitzt hier zu meiner, sage ich, rechten oder linken, wie auch immer. Das ist alles eine Frage der Betrachtungsweise und um die geht es heute auch. Wir blicken zusammen mit Bodo Ramelow auf dieses verrückte, belastende, manchmal aber auch freudige Jahr 2022 zurück. Und zunächst würde ich gerne mit Nell, der jetzt schon 30 Jahre für uns zeichnet, darüber sprechen, ja, wie kommt man denn auf so eine Idee? Oder eben auf die vielen anderen Ideen. Ich meine, in 30 Jahren 300 Zeichnungen im Jahr ungefähr oder Ja, 250 mindestens, ja. also von der Suche nach Ideen, das ist eine lange Geschichte, aber gerade weil Sie das Blatt hier angesprochen haben, also eigentlich ist das, was wir so oft hören, dass das die Gesellschaft sich spaltet und dass es so Kräfte gibt, die alles auseinanderziehen, die gerne vielleicht ein Europa mal ein bisschen schwächer und dünner und weniger sehen würden. Und es war so einfach, sie wirklich zu finden. Also es sind von jeder Seite ist eine Gruppe, die eben diese Interesse gerne realisieren würde. Ja, Also da haben wir das das Sehen. viel, das von mir wirklich sehr geliebte Korönchen. Ich nenne es mal so. Ja? Also dieser Virus, der also quasi Mensch und Monster geworden ist. Dann haben wir hier, das ist ja quasi eine ikonische Figur, der das Kapitol gestürmt hat, ein Querdenker, ein Nazi. Das symbolisiert China und Genau, Putin. Und in der genau. Mitte ein völlig erschrockenes Europa. Richtig. Trifft das denn die Lage? Ich finde, es ist mit wenigen Strichen wunderbar gezeichnetes Werk, das unsere Schwierigkeiten zeigt. Nämlich ein erschrecktes Europa, das sich auch erschrecken lässt und in Schrecken gejagt wird. Das Interessante ist, wenn ich die Figur sehe mit diesem Menschen, bei dem ich sofort weiß, das ist die Erstürmung des Capitol Hills. Da verbindet sich für mich eine Geschichte, weil ich an dem Tag, an dem das passiert ist, bei Markus Lanz in Hamburg saß in der Sendung und wir hatten eine Zuschaltung zum Capitol Hill. Da war das noch nicht passiert. In der Nacht passierte das und deswegen ist diese Sendung nie ausgestrahlt worden, weil sie am nächsten Tag nicht mehr Passiert, gegolten hat. ja, Also wir haben uns richtig. am Abend fröhlich unterhalten und konnten uns nicht vorstellen. Wir saßen alle dort und der Korrespondent war in Amerika live davor und später sah man dann, wie er seine Kameras retten musste, der Kameramann geborgen werden musste. Und deswegen, als ich die Karikatur gesehen habe, fiel mir sofort ein, da hast du ein Erlebnis gehabt, was man sich gar nicht vorstellen kann, dass eine Markus-Lanz-Sendung aufgenommen wird, die nicht gesendet werden kann, weil sie in der Nacht schon nicht mehr stimmte. Und auf der Rückfahrt von Hamburg nach Thüringen wusste ich schon, diese Sendung war zwar spannend, sie wird Zeitgeschichte sein, weil wir etwas gesehen haben, weil wir permanent live zum Capitol Hill geschaltet haben und auf einmal merkte man, da passiert was. Wir hörten die Sirenen, dann war aber die Sendung vorbei und als ich im Auto saß und dann hörte, was dann wirklich passiert ist, man Zu sitzt spät. da und denkt, das kann ja gar nicht sein. So, das ist das, was mich damit verbindet. Naja, und alles andere haben wir erlebt. Und jetzt sehen wir einerseits China, auch wieder so ein Beispiel. Hier ist es noch freundlich und zieht. Heute wissen wir die Frage Abhängigkeiten von anderen Staaten. Bei Russland war es die Gasabhängigkeit, bei China ist es die Produktionsabhängigkeit. Europa muss sich überlegen, wohin es geht, wohin es will, damit es nicht erschreckt guckt. Aber es ist auch so, dass wir innerhalb des Landes eben das, was wir mit Nazis haben, das ist ja kein deutsches Phänomen, sondern es ist ja eins, in Italien regiert mittlerweile mit Frau Meloni eine Originalfaschistin. Das hätte ich mir, als das Bild gemalt wurde, noch nicht vorstellen können, aber es ist erkennbar, dass da was passiert. Und das ist ja jetzt nicht der einzige Tag oder die einzige Nacht, in der plötzlich Grundstürzendes passiert ist. Da kommen wir aber später noch drauf. Naja, er hat hingeschrieben, angespannte Lage. Ich weiß Genau, gar nicht, ja. Neil, schreiben Sie das? Ja. Ja, ne? Angespannte Lage,
Und diese Spannung, der Spannungsbogen blieb durch das ganze Jahr. Sehr, sehr, sage ich mal, gedämpft charakterisiert. Ja. Mehr als angespannt. Schreiben Sie das? Nels schickt ja immer nachmittags seine Vorzeichnung. Dann gucke ich da drauf. In aller Regel gucke ich da drauf. Oder Norbert Block macht das auch. Oder Sebastian Helbing. Und wenn ich da drauf gucke, dann kämpfe ich immer um jeden Buchstaben, der da nicht stehen soll. Also, weil man, also das finde ich, das trifft es auf den Punkt. Also je mehr sozusagen mit dabei steht, desto unsicherer, denke ich, ist manchmal sozusagen die Zeichnung. Die muss ich nicht, also oft muss die sich für mich gar nicht so genau erklären. Ich verstehe sie schon. Aber Nell ist auch wirklich immer wichtig, dass da noch was steht. Na, ich bin der Meinung, dass ich habe Angst, dass nächste Woche ich selber diese Zeichnung gar nicht mehr einordnen kann. Mhm. Jetzt übertrieben gesagt. Ja. Also ich möchte schon eine gewisse, am Tag wahrscheinlich ist das zu viel oder zu einfach, man braucht das nicht, diese zusätzliche Information. Mhm. Aber 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen später kommt doch die Vergesslichkeit und manchmal ist eine kleine Hilfe ist gar nicht so schlecht. Wir wollen deswegen, uns ja auch immer handelseinig. Es ist nicht für die Ewigkeit gezeichnet, genau, aber... Ja. Aber wenn wir jetzt quasi hier sozusagen von der Europa- und von der Weltpolitik nochmal einen Schritt zurückgehen, ja, das ist hier... Empfang mit offenen Armen haben wir hier, ja. Und ja, der Empfang mit den offenen Armen ist ja hier sehr doppeldeutig. Das ist ja das, was quasi auch dieses Jahr bestimmt hat, ja. Alle sagen, kommt doch, aber wenn sie es denn sagen, das sagen doch auch nicht alle, aber wer soll das bezahlen? Naja, das Interessante ist ja, wie Nell den Teppich gestaltet hat. Also vorne... großes, offenes Empfangskomitee mit offenen Armen. Dann wird die Farbe schon schwächer und dann ist bei den Kommunen schon geflickt. Und tatsächlich, er hat genau das als Spannungsbogen erfasst, wie es mir als Ministerpräsident gegangen ist, denn ich bin ja hier die mittlere Figur, symbolisch, denn das war genau unsere Reaktion. Es geht ja gar nicht darum, ob wir alle Welt empfangen, ob wir jeden empfangen. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes politisches Thema. Aber am Beispiel der ukrainischen Geflüchteten kann man schon sehr deutlich sagen, wir wollten solidarisch sein. Und dann ist etwas entschieden worden, was am Ende von uns nicht klar war, wie viele andere Folgewirkungen werden dabei sein. Also wir sind jetzt fast ein halbes Jahr später und ich kämpfe immer noch mit den Folgewirkungen, um mit der kommunalen Familie die Aufgabe zu stemmen. Denn tatsächlich die ukrainischen Geflüchteten sind in einen anderen Status versetzt worden. Sie sind nicht mehr als Asylbewerber oder im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes abgerechnet worden. Das ist ein eingespieltes System. Sondern sie wurden auf einmal auf SGB II umgestellt. Das ist also das Hilfssystem, das bei uns für alle Bürger gilt. Das bedeutet aber, dass alle Bürger bei uns ja schon sind. Die haben eine Wohnung, die werden dann versorgt, da werden Mieten übernommen und Ähnlichem. Und die Frage, wer hat eine Küche, wer kann sich sein Essen kochen, das ist im Kleingedruckten. Das beschreibt Nell in einer Form hier, wo er also meine Details gar nicht kennen konnte, aber er trifft es auf den Punkt. Weil am Ende die Kommunen können nicht die Gelder übernehmen, die durch den Empfang vorne ausgelöst worden sind. Aber bei uns ist es so, SGB II ist am Ende von der kommunalen Familie abzurechnen, zum Beispiel die Krankenkosten. Das ist im deutschen System bei uns üblicherweise auch ausfinanziert. Da gibt es eine Rückfinanzierung, die mit dem kommunalen Finanzausgleich und der Finanzausgleichsmasse gesteuert wird. Das ist aber für bestehende Strukturen. Und jetzt haben wir in Thüringen auf einmal 30.000 zusätzliche dazu bekommen, die in dieses System reingehen. Und wenn du da einen Schwerstkranken hast, dann willst du trotzdem humanitär sein. Aber du kannst doch nicht dem Landkreis zumuten, dass der schwerst und allerschwerst krank Kosten. Dann reden wir von richtig viel Geld und da ging es unter anderem darum, ob wir zum Beispiel Überlebende des Holocausts aus der Ukraine holen. Das haben wir dann mit einer anderen Mechanik gemacht. Solch eine Situation kannst du nicht über das SGB II, also über das bestehende Sozialsystem der kommunalen Familie überlassen. Das hat zu viel Streit geführt, auch zu viel Missverständnissen. Aber ich finde die Art, eigentlich ist es ja eine fröhliche Art, die Nell hier gewählt hat. Und am Ende steht die Kommune da auf ihrem kaputten Teppich und zieht die beiden Hosentaschen raus und sagt, mir habet nichts, mir gebet nichts.
und trotzdem wollen wir sehen. Es beschreibt einen Spannungsbogen, der zu dieser Zeit bestanden hat. Er beschreibt aber auch eine Art und Weise, bei dem manchmal der Bund Entscheidungen trifft. Also die Umstellung des Rechtskreiswechsels hat der Bund entschieden, ohne mit uns darüber in irgendeiner Form sich abzustimmen. Er hat es uns quasi angekündigt und dann vollzogen. Und ich erinnere mich noch, dass Olaf Scholz in der Besprechung gesagt hat, und dann verhandelt bitte nicht hinterher mit uns über sonstige Kosten. Wir machen das jetzt. Und dann hast du hinterher, und das Geld, diese 49,5 Millionen, um das auf Thüringen zu sagen, waren die Begleitgelder, die man uns gegeben hat, die waren gerechnet für 200.000 Flüchtlinge. Mhm. Tatsächlich hatten wir zum Ende des Jahres über 1 Million. Also das Geld reichte nicht hinten und nicht vorne. Insoweit ist das ein Volltreffer. Ich verstehe jetzt gut, warum Nell zum Beispiel nicht zu einer Landespressekonferenz geht. Weil wenn man wahrscheinlich das alles wüsste, ließe sich das gar nicht mehr so auf den Punkt bringen, oder? Also wenn ich so viele Details kennen würde, dann würde ich wahrscheinlich absolut, weil im Grunde genommen, je mehr ein Problem vertieft, desto schwerer ist eine knallharte schwarz-weiße Entscheidung zu treffen, weil es gibt so viele graue Elemente. Jeder von dieser Etappen hatte recht. Er argumentiert mit gutem Gewissen für seinen Bereich, wofür er zuständig ist, was er machen kann. Also daher ist Politik so eine wahnsinnig langwierige und schwerwiegende und so einfach, wie ich mir das Problem mache, das würden sich manche Politiker wahrscheinlich wünschen. Ich mache schwarz-weiß manchmal, einfach. Also es ist farbig. Es ist farbig, meine okay. Zusammenfassung heißt Nell, Chapeau. Ja. Chapeau, ja. Ich glaube, hier wurde ein früher Ramelow recycelt, oder? In der die Figur. Ach so, ja, ja. Nein, ja, okay. Hm. Die hat alles. Aber die hat nur runde diese, Brille ist nicht mehr da. Ja, das stimmt. Aber die hat diese tolle, die ist ja auch nicht mehr so da. Aber wie kommen Sie zu diesen Figuren, dass die so aussehen, wie sie aussehen? Sie haben schon manchmal, wenn wir drüber gesprochen haben, gesagt, na, der ist schwierig oder es braucht immer so eine Annäherungszeit. Aber jetzt zum Beispiel quasi den typischen frühen Ramelow, den gab es ja auf den Punkt. Hat er es Ihnen leicht gemacht, weil er damals diese tolle hatte? Also Brille ist erstmal ein Element, was das Leben, mein Leben leichter macht. Bart wäre sehr günstig. Stefan Kramer zum Beispiel, den müssten Sie dann viel, viel öfter zeichnen. Der hat jetzt so einen Bart, das ist ja das unglaublich. Das habe ich denn noch nicht versucht, aber das Gesicht also es ist die tagespolitische Karikatur verlangt von mir nicht, perfekte Porträts zu machen, sondern ich operiere mit Inhalten, mit Zusammenhängen, mit Sachen, die nicht unbedingt an diesem Gesicht hängen. Es gibt Ausnahmen. Ich habe ein Putin-Porträt da drin, wo das Gesicht die tragende Rolle spielt in der Zeichnung. Also ich mache, es ist wie eine Vereinbarung zwischen mir und Betrachter. Das heißt, ich beginne meinetwegen mit diesem Gesicht und ich sage, das ist Bodo Ramelow und deine wird sagen, ja vielleicht, aber doch nicht so und so. Bei der nächsten Zeichnung ist er wieder da, ist er in der gleichen Rolle. Bei der dritten, vierten, fünften sagt jeder Leser, aha, das ist Bodo Ramelow. Also es ist wie eine, sag ich mal, wie eine Hieroglyphe, die ich in einer Vereinbarung mit meinem Betrachter vereinbaren, dass heißt, wenn ich das zeichne, dann ist das Bodo Ramelow. Da ging es in einer Ausstellung, das war sehr lustig, wo Kollegen alle haben wie Angela Merkel hingeschickt, wie wir sie zeichnen. Es gab, jeder hat seine Angela Merkel und die Leser haben jeder für den Bereich, wo er publiziert hatte, erkannt, aha, das ist meine Angela Merkel. Ja. Also muss man erst mal schaffen. Richtig. Also es gibt ein ikonografisch. Danke, Frau Sommer, Sie haben mich gerettet. Ikonografisch. Es gibt ein ikonografisches Bild von Nell auf TLZ 31.12., wo er alle Typen, alle Typen Thüringer Politik. Und dann habe ich da wirklich gesessen, habe mir alle Typen angeguckt und habe das Bild so verinnerlicht, also wie war Christoph Matschi getroffen, wie war ich getroffen, wie war
Althaus getroffen und ja, so. Ja. Und die bewegen sich alle auf diesem, das war die Hauptseite, Seite 1, ja, ein bestimmt. Tolles Snell-Bild, ja. Wo die ganzen Typen als Typen drauf sind. Also da wurde Wert gelegt, auch von der Redaktion, dass es die Gesichter ein bisschen, dass ich näher rangehe. So an die Gesichter. Und ich sage ja immer, die Frauen sind schwierig. Zum Beispiel Marion Walzmann. Die ist, das ist wunderbar. Mit dem Rot ist sie ja, einfach. Sehr ja. Schön, ja. Aber dann kam Frau Sigismund und dann war sozusagen das, was sie typisch da rausgeholt haben mit der Frisur. Ja, wie unähnlich ist sich diese Frisur und so. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ja. Nein, wenn man etwas übertreibt und derber macht, dann macht das Feine, das Weibliche, wird eigentlich ins Männliche gezogen und dann kippt die Zeichnung. Es ist deswegen schwierig, auch Kinder, denn du machst sie automatisch älter. Und ein Kollege sagte eigentlich, im Alter sieht man seine Karikatur immer ähnlicher. Also... Deswegen finde ich schwierig, schöne Gesichter schwer zu karikieren. Ja. Ja. Obwohl, lieber Nell, das hier erinnert mich noch an was in meiner Kindheit, was eine ganz andere Figur, die Sie vielleicht unbeabsichtigt drin haben, das Comic. HB-Männchen. Ach so, ja, der Raucher. Da haben, na, nicht der Raucher, der durch die Decke. Ach so, der geht durch die Decke, ja, okay. Ich weiß schon. Deswegen hat man ja in Westdeutschland immer gesagt, der geht ab wie ein HB-Männchen. HB-Männchen, ja, genau. Das Schöne an dieser Zeichnung ist ja aber auch, dass da ja steht Inflationsangst, Rezessionsangst, Kriegsangst, ausgerechnet jetzt wird das Toilettenpapier nicht knapp. Das bringt ja eigentlich auch so die Lage von diesem 2022 auf den Punkt. Ja, was Nell da noch nicht ahnen konnte, dass jetzt Hustensaft nicht zu kriegen ist. Genau. Oh, ja. Ja. Einfache Medikamente. Ja. Also nicht, weil die Leute jetzt wie Toilettenpapier es kaufen, ja. Sondern weil einfach die entsprechenden Vorstoffe ja. Mittlerweile nicht mehr lieferbar sind. Ja. Und bei Toilettenpapier war es ja der Irrsinn, weil kein Mensch ja. Irgendwie hinter die Psychologie gekommen ist. Ich habe jetzt bei mir beim Einparken in unserem Garagenhof in einer Garage, wirklich eine Garage voll Toilettenpapier identifiziert. Das Auto geht gar nicht rein. Da hat jemand damals in der großen Krise wirklich Toilettenpapier gehamstert. Keine Ahnung, was der damit machen ja. will. Ja, da muss man aufpassen, dass nicht eine feuchte Garage wird. Ja. Ja, genau. Jetzt sind wir bei Deutschland, ein Wintermärchen. Ja, vielleicht können Sie was Lesung. Dazu sagen. Lesung, genau. Also hier kommt der Vater und fragt die zwei Kinder. Also man sieht, es ist recht kalt im Zimmer. Beide Kinder sind schön warm angezogen, wie für draußen. Vater genauso. Und er fragt, wollt ihr es heute Abend warm haben oder euch lieber satt essen? Es ist ein ziemlich krasse Formulierung. Es war die Angst, wo diese ganze Entwicklung mit der Gas- und Strompreisen, wo die Angst größer war als die Wirklichkeit. Und man neigt immer zuerst die größte Angst zu erleben. Und die Angst, dass man nicht mehr genug Geld zum Essen haben. Und dann ging auch ordentlich auch die Preisspirale nach oben mit der Inflation, mit Lebensmittelpreisen, die nach oben gingen. Also das war in dem Augenblick stimmig, aber krass formuliert. Mhm. Also jetzt wissen wir, dass es doch für viele ein Problem ist, wenn sie in ihrem Lebensstil nichts ändern möchten. Ja. Mhm. Naja, und man denkt ja sozusagen wirklich immer an den schlimmsten Fall, dass jetzt zurzeit der Spritpreis so tief unten ist, wie schon ganz lange nicht mehr. Darüber redet eigentlich keiner. Gestern, also wir haben gerade im Auto darüber gesprochen, sagt mir mein Kraftfahrer, ist an der Tankstelle vorbei, da gab es den normalen Sprit, E10, 1,59,9. Genau, und da überlege ich mir, als das Bild hier gemalt wurde, lagen wir bei 2 Euro. Heftig. Also Tendenz steigend. Und die irre Situation, dass der Dieselpreis, der in Deutschland, das war ja eine deutsche Besonderheit, da war der Dieselpreis immer deutlich unter Benzin. Ja. Und auf einmal stieg der Dieselpreis durch alle Decken durch. Und dann sagst du, was ist denn hier passiert? Und dann hast du jetzt mit nüchterner Betrachtung und mit Abstand, merkst du, die Androhung, dass Übergewinn besteuert wird,
und dass man das so nicht mehr laufen lässt, führt jetzt auf einmal dazu, dass die Preise sich wieder in eine Richtung bewegen, dass sie wieder ein Stück weit mehr Normalität abbilden. Aber in der Zeit, als das hier losging, war es ja so, dass völlig unklar war, wohin die Welt geht, wohin die Reise geht. Ja, da haben wir hier, das ist ja zum gleichen Thema sozusagen. Setzt sich gleich fort. Setzt sich fort, genau. Naja, also ich bin bei meinem Lebensmittelhändler gewesen und der weiß ja, wenn ich in den Laden reinkomme, dann bin ich noch nicht richtig die erste Regalreihe lang, kam er schon angeschossen, hat mir seine neue Preisankündigung für Strom gezeigt, 84 Cent die Kilowattstunde, hat er mir gesagt, kann ich zumachen. Das kann ich nicht, das ist nicht verarbeitbar. Und so, das war dann Ausgangspunkt für mich, das war Alarmmeldung. Und dann habe ich angefangen, mich speziell auch mit seinem Betrieb zu beschäftigen, um Alternativen mit ihm zu erörtern. Zwischenzeitlich hatte er einen vernünftigen Rahmenvertrag gekriegt. Aber auch das, als es hier losging, da wussten wir nicht, was bei Gas, bei Strom, der Sprit, der damit gar nichts zu tun hatte, stieg in die gleiche Richtung. Und die Verrücktheit ist, dass der Gaspreis den Strompreis getrieben hat, obwohl eigentlich der Strompreis deutlich niedriger hätte sein müssen. Und auf einmal berichten ganz viele, dass sie auf Sondergewinne gemacht haben. In Berlin wurde das dann als Zufallsgewinn deklariert. Das war eine neue Begriffskreation. Die Bürger haben tatsächlich geächtzt. Das trägt das Bild gut dar, stellt es gut dar. Und es hat gedauert, bis alle begriffen haben, das geht so nicht. Die Menschen werden in die Knie gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist nicht zu stemmen. Das Paket ist nicht zu tragen. Das ist wahr. Mich wundert das eigentlich, dieser, entweder ich verstehe das nicht, aber ein Prinzip der Marktwirtschaft, dass es der Billigste eigentlich das Geschäft macht. Und bei dieser Gaspreisgestaltung ist eigentlich, bei Strom, ist es der teuerste, bestimmt den Preis für alle. Nicht mal ein Durchschnitt des Preises, billigst, teuerst, okay, wir zahlen alle einen Durchschnitt. Und dementsprechend wird verteilt. Einer kriegt mehr, einer kriegt weniger. Dass es das teuerste eigentlich, dass das Geschäft bestimmt, das ist für mich ein absoluter, verletzt eigentlich ein Grundprinzip, Prinzip der Marktwirtschaft. Das ist 10 Jahre zuvor eingeführt worden. Da hat es keine Rolle gespielt, weil tatsächlich Gaspreis, der eine Grundsubstanz war, so billig war mit 14 Euro die Kilowattstunde, 14 Euro die Megawattstunde, ein Dumpingpreis, den Russland kassiert hat, um den deutschen Markt massiv anzubinden. Ja. Und wir sind immer weiter darauf eingestiegen. Und da dieser Grundpreis viel niedriger war im Verhältnis zu den europäischen Energieträgern, haben wir gedacht, wir sind auf der Insel der Glückseligen. Und jetzt kam beides. Der Gaspreis explodiert. Wir waren auf einmal bei 300 Euro. Derselbe Wert, vorher 14 Euro auf 300 Euro. Und die Mechanik beim Strom, Merit-Order-Prinzip, lässt das auf einmal kaputt gehen, völlig kaputt gehen. Ja. Und der Strom, der hier mit Gas hergestellt worden ist, ist ja gar nicht, den wir verbraucht haben. Das ist der nach Frankreich geliefert worden ist, weil die Atomkraftwerke nicht arbeiten konnten. Das ist Pech. Ja. Also diese ganze Kette von Verrücktheiten, wenn Sie mich das ein Jahr vorher gefragt hätten, hätte ich das für unmöglich gehalten. Ich hätte das für nicht, so ein Fall tritt nicht ein. Und auf einmal waren wir mittendrin in Fällen, die eigentlich nicht eintreten, und sie traten alle ein. Und immer zum Schlechten. Es kam immer noch mal ein Schlechteres dazu. Und ich bin völlig bei Ihnen. Und deswegen ging es diesen drei aber auch. Die sind ja ein bisschen wie Babys zum Trocknen aufgehängt. Ja, die trockenen Tücher. Sie waren frisch im Amt. Ja. Sie waren frisch als Ampel. Das ist ja meine Zeit als Bundesratspräsident. Ich habe ja tatsächlich in meiner Amtszeit, das ist eine Ausnahme, hat es so auch noch nicht gegeben. In meiner Amtszeit habe ich 2 Kanzler gehabt, nämlich Merkel, die ging, Scholz, der kam. 2 unterschiedliche Kulturen der politischen Gestaltung, nämlich die Große Koalition, die eingespielt war. Die waren aber auch wie Lump und Latsch miteinander, dadurch, dass sie einfach so lange unterwegs waren. Und dann kam die Deutschland-Koalition, die sozusagen jetzt was ganz Neues, oder die Ampel, die sozusagen eine völlig neue Stimmung erzeugen wollte. Mit dem Nimbus kamen die. Und dann waren sie auf einmal mittendrin im russischen Angriffskrieg. Ja.
Und man merkt, sie tun sich ganz schwer, Dinge zu korrigieren, die man hätte vielleicht schneller korrigieren können. Hat eine Zeit gedauert, bis die drei sich mal verständigt haben, welchen Weg sie gehen. Die größte Krönung war ja dann die Gasumlage, die das Ganze dann sozusagen, also in Thüringen hat das nochmal viel Unruhe reingebracht, weil die Strom- und Gasversorger haben natürlich allen dann ihre Briefe geschickt oder ihre Mails geschickt. Und dann erst ist es korrigiert worden. Aber interessant finde ich auch die Klammern oben, die Wäscheklammern an den Windeln. Das ist wirklich, ich musste grinsen, als ich das gesehen habe. Ja, das ist eins, da haben wir uns länger drüber unterhalten. Da geht es hier um das Thema Datenschutz. Wie kamen Sie da eigentlich drauf? Ich war echt verwundert, als das kam. Ich finde es aber wirklich genial, dieses, dass man auf einem Grabstein wegen Datenschutz sagt, Anna Meyer, Name geändert, geborene Müller, Namen geändert und dann noch die Geburts- und Todesdatum, Daten geändert. Wie kam das? Ja, das war einfach irgendwie aus der Zeitung, war eine Nachricht, dass die Daten von Verstorbenen genutzt werden für irgendwelche Versicherungsbetrügereien oder für irgendwelche Geschäfte. Also Name, Adresse, Alter von Menschen, die tatsächlich gelebt haben, die werden weiter benutzt für irgendwelche krumme Sachen. So, und da dieser Datenschutz so aktuell ist, habe ich auch gedacht, naja, dann lassen wir uns mal weiterdenken. Wie wäre es, wenn wir auch das dann verdecken müssen? Anonymisieren quasi. Aber ich meinte aber auch das Übertriebene an diesem Datenschutz, an diesen vielen, vielen Ecken, wo wir sagen, mein Gott, ist es nicht möglich, eine Liste von Leuten mit den Daten der Post zusammenzustellen, um alle Masken zu bekommen. Also es waren Momente, wo wir gesagt haben, dieser Perfektionismus bringt uns um eines Tages. Also wir müssen bestimmte Sachen nicht bis zum letzten Detail ausführen. Ich warte ja noch drauf, dass Lutz Hasse das auf seinen nächsten Datenschutzbericht oben drauf macht. Das wäre jetzt mir durch den Kopf gegangen, als wir bei Corona Lehrerinnen und Lehrer angefangen haben, über WhatsApp mit ihren Schülern zu korrespondieren und dann die Verfahren gegen die Lehrer eingeleitet wurde, weil sie datenschutzrechtliche Verstöße gemacht hätten. Dann hatte der Bildungsminister mit der Landesschülervertretung eine Videokonferenz gemacht, ich glaube auf Facebook oder keine Ahnung, Zoom oder keine Ahnung, irgendeinen Anbieter. Daraufhin hat der Landesschülersprecher ein Verfahren gekriegt, später hat der Minister ein Verfahren gekriegt. Da habe ich dann schon gedacht, boah, ich finde, ein Datenschützer sollte uns helfen und nicht Angst machen. Ja. Und jetzt kommt die Krönung, also hier hat er Nell das aus einem anderen Anlass genommen, aber hat es einfach zur Perfektion gebracht, hat gesagt, dann gibt es da nichts mehr auf dem Grabstein. Aber dass wir im Moment das Geld, die Energiekostenpauschale für die Studierenden nicht auszahlen können, wegen Datenschutz, das trifft es hier. Das ist also schon prophetisch, weil wir kriegen die Daten nicht als Land, sollen das Geld aber weitergeben. Ich habe schon im Spaß gesagt, man sollte dann vielleicht in einem unserer Pelletsfabriken, wo Holzpellets hergestellt werden, für 200 Euro Holzpellets abfüllen und jeder kommt mit einem Studentenausweis und holt sich für 200 Euro Holzpellets und kann dann sich sein Geld über diesen Weg versuchen, zum Energiesparen beizustellen. Weil tatsächlich, wir sind gehindert, weil man sich nicht darauf verständigt hat, über welche Plattform das gehen soll. Und die Bundesplattform und die Landesplattform ist nicht aufeinander abgestimmt. Es müsste wahrscheinlich etwas geben, wie jede Vereinbarung oder jede Maßnahme wird auf ihre Fähigkeit flexibel zu sein, um in Krisensituationen auch anwendbar zu bleiben. Also das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Fortentwicklung, lieber Nell. Das wäre eine echte Fortentwicklung. Ja, ja. Jedes Gesetz. Im Moment ist es so, es wird die jeweilige Maßnahme auf Datenschutz abgeklärt. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, wo der Puls der Bürger in Thüringen richtig hochgegangen ist. Das war die Grundsteuererklärung.
Die war schön. Also ja. Die habe ich mir am 1. Juli, zum 1. Juli, das war der erste Tag, an dem auch die neue Plattform freigeschaltet war. Meine Frau und ich haben uns hingesetzt, haben alle Daten genommen, haben angefangen, bis ich an die Frage 42 kam. Die gab es nicht, die gab es nur im gedruckten Bogen. Ach so. Aber man sollte sie dort bearbeiten. Und vorne bei einer Frage sollte man eine Angabe machen, wie viele Teilgrundstücke man hätte. Aber es war nicht erklärt, wie man das bewerten sollte. Das habe ich dann mit der Finanzministerin am nächsten Tag oder übernächsten Tag in der Kabinettssitzung nochmal nachgespielt. Und dann sagt sie mir, weißt du, es gibt eine Plattform. Ich sage, ihr habt doch alle Daten. Alle Daten von mir hinterlegt. Ich habe nichts gefunden, was jetzt neu wäre. Genau. Ich muss doch nur den Datensatz prüfen und einen Haken dran machen und bestätigen. Das wäre korrekt. Warum führe ich den ganzen Vorgang neu aus? Weil es eine Bundesplattform gab, die datenschutzrechtlich nicht freigegeben war. Okay, also ich bin dann beim Grabstein. Also von daher, plädiere dafür, dass Nell recht hat. Man sollte die Dinge nicht auf Datenschutz bis zum Letzten prüfen, sondern man sollte sie prüfen, ob sie vereinfacht. Ja, das Thema vereinfacht. Wer weiß, wenn heute erst die Mauer fiele, ob man überhaupt ein Begrüßungsgeld ausreichen könnte? Bestimmt nicht. Also, weil da konnte man ja möglicherweise auch sich mehrfach anstellen oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder Denkmalschutzbehörde wäre dagegen. Naja, Erfurt. Also Erfurt hat von Hessen damals 1000 Dächer gekriegt. Das Andreasviertel bekam neue Dächer. Ich habe das bei der Verabschiedung von Volker Bouffier jetzt nochmal in Erinnerung gerufen und mich bedankt, weil da wusste niemand, wem das Haus gehört. Da war nicht klar, wie das abgesichert wird. Ja. Es war nur klar, wenn es nicht passiert, ist das Haus kaputt und unwiederbringlich. Links, ja. Und wir sind dankbar, dass die 1000 Dächer gemacht worden sind. Oder die Bayern haben in Schleiz ein Berufsbildungszentrum gebaut. Das wäre heute nach dem Rechnungshof überhaupt nicht möglich. Das wäre überhaupt nicht so. Und deswegen sage ich, ich bin froh, dass da vor 32 Jahren nicht nach Datenschutz, nicht nach Zulässigkeit, sondern einfach nur Pragmatismus. Was hilft, was brauchen wir jetzt, damit schnell geht. Genau, ist richtig. Sollten nicht Gesetze irgendwie so ein Ablaufdatum kriegen, wo man dann immer prüfen wollte, ob sie auch wirklich funktionieren? Das müssen wir noch prüfen mit dem Ablaufdatum, ob das Ablaufdatum zum Ablaufdatum. Aber wir brauchen jetzt noch ein Prüfungsgesetz wegen Datenschutz. Von Gesetzen. Na, wir müssen dann Datenschutz drauf machen. Okay, gut. Dann sprechen wir am nächsten 29. Februar drüber, oder? Ja. Wir sind jetzt sozusagen einen Schritt weiter. Wir hatten ja vorher schon die Europa in diesem Spannungsfeld. Und jetzt trifft sie eben auf diesen einzelnen Putin und Europa zeigt Putin die Zähne, aber sie hat nur ein Gebiss und er hat wirklich, Großmutter, warum hast du so große Zähne? Das war im Februar. Ja. Das war der steht Anfang. Ja hier sozusagen auch. Ja, der war schon mit einem Fuß praktisch mit. Aber noch vor dem Krieg sozusagen, oder? Nein, das war glaube ich... Also vor dem Angriffskrieg, muss man sagen. Ja. Es begann im Februar und ich glaube, die ist aus März. Ja. Also dann an der Stelle habe ich da mich... Da kommen wir auch, also das glaube ich, können wir beide... Genau, finde ich noch eine andere spannende Geschichte. Aber hier habe ich mich tatsächlich gestört. Also mein Störgefühl war folgendes. Europa zeigt die Zähne, das ist die Figur, die sozusagen das Gebiss hält. Und da kommt jemand und tritt über diese Linie. Mhm. Was mich spontan gestört hat, weil ich gesehen habe, dass ich gesagt habe, Russland gehört auch zu Europa. Also wir haben ja eine Unklarheit, auch bei uns sozusagen in unserer Sicht. Das ändert nichts daran, dass er der Aggressor ist. Insoweit finde ich das dann die konsequente Fortentwicklung. Damit bin ich gleich klargekommen, dass die Friedenstaube gelyncht, gemeuchelt, zerstört wird. Für mich war der Punkt eher so, dass ich mich daran gestört habe, wir müssen Russland mit Europa denken. Eigentlich muss das heißen, EU zeigt Putin die Zähne. Ja, das ist irreführend. Ja, genau, das ist irreführend, weil wenn Europa dargestellt wird, wird immer diese blonde Frau in griechischen... Toga gerannt. Dargestellt, EU auch. Also das ist wahrscheinlich ein Fehler dann von mir. Man müsste sich entscheiden, aber
wie zeichnest du die EU? Ja, ja. 12-köpfige. Na, gekennzeichnet war ja als Europa EU. Komplett. Also deswegen die sage EU, ich ja, EU ich habe mich genau. Tatsächlich, also, und das, ich das immer, ist mein Fehler, genau. Richtig. Das war interessant, weil das war so bei mir der Denkanstoß. Mhm. Richtig. Ja. Nix, also die Aggression zeigt es ja. Und die Hilflosigkeit mit dem Gebiss, das habe ich alles gut nachvollziehen. Ja, das ist eine unklare. Aber ich meine, das hier ist ja, wenn man das nimmt, das ist ja schon eine bittere, eine ganz bittere Geschichte, weil bei uns laufen ja auch ganz viele mit der Friedenstaube rum und sagen, man sollte sich auf die Seite von Russland stellen. Ich habe jetzt gerade aktuell wieder so eine Auseinandersetzung in meiner Partei, wo Menschen sagen, ich soll meine Äußerungen zur Frage von Waffenlieferungen unterlassen, weil ich würde die Partei schädigen damit. Dann sage ich immer, ich sage diese Äußerung ja nicht für die Partei, sondern ich sage sie als Ministerpräsident oder als Bundesratspräsident. Richtig. Und als Bundesratspräsident muss ich Wert darauf legen, dass der Aggressor Putin und Russland ist. Und dass Russland vorher von Rheinmetall die gesamte Technik gekriegt hat, um die Panzerfahrer zu trainieren. Also sie sind ja vorher schon ausgerüstet worden mit deutscher Rüstungsmaterial. Und für mich ist das Schlimme, dass der Aggressor in dem Fall eben auch ein imperialer Aggressor ist. Also es ist ein chauvinistischer, nationalistischer Krieg, bei dem viele hier, also hier meine ich jetzt Ostdeutschland, jedenfalls aus meinen Gesprächen spüre ich das, die alte Sowjetunion mit dem heutigen imperialen Russland verwechseln. Ja. Und das, was Putin macht, ist Imperialpolitik. Und zwar, das ist sozusagen nochmal ein schlimmer Aggressionsakt gegen ein Nachbarland, aber es meint eben die ganze Region. Und dann wird mir immer gesagt, ja, die Amis machen es doch genauso. Und dann sage ich, ja, dagegen habe ich auch immer protestiert. Das ändert ja nichts daran, dass es in diesem Fall sehr konkret eine russische Aggression ist, eine Putin-Aggression ist, die gegen den Angriff auf den Irak oder früher alle die Kriege, die von Amerika mit angeschoben worden sind, habe ich auch protestiert. Weil ich sage, jede Form von Imperialismus ist eine, die man geißeln muss. Ja. Und die Frage der Friedenssicherung geht nur, wenn wir uns im Klaren werden, dass man die Taube nicht nur dann braucht, wenn sie einem scheinbar nützt und man tut sie weg, wenn sie einen stört. Entweder wollen wir eine andere Friedenspolitik, dann brauchen wir auch eine andere Sicherheitspolitik. Und das meine ich dann wieder mit dem Europa. Da muss man Europa als Ganzes denken. Deswegen träume ich ja eher davon, dass man Sicherheitspolitik auf den Kontinenten jeweils selber macht. Sicherlich ist viel, viel falsch gemacht worden schon in den früheren Zeiten. Aber ein Krieg wird durch nichts gerechtfertigt. Ja. Das finde ich auch. Und die Ziele, die er sich gestellt hat, also die haben mich einfach schockiert, wo ich hörte, dass es ging nicht um Donbass und die Ukraine, diese faschistische Clique aus Kiew zu entfernen, sondern er wollte auch Polen aus NATO raus, er wollte die Baltischen aus NATO raus, Rumänien raus. Also praktisch sämtliche Staaten aus Osteuropa, die unter direkten russischen Einfluss waren, wollte sie rauskatapultieren aus NATO. Das kann doch nicht ernst. Er möchte schon ernst. Die alte Sowjetunion ich weiß, wieder ich weiß, haben. Aber ja. diese Kriegsziele, die zwingen den Westen regelrecht Partei zu ergreifen, weil es geht nicht nur um die Ukraine in diesem Fall. Das hat er so knallhart formuliert, da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir so reagiert haben. Also in Rumänien habe ich es direkt gespürt bei meinem Staatsbesuch. Weil in Rumänien schon beim Landeanflug standen die ganzen Flugabwehrgeräte. Ja, ja, das ist Geräte, in Polen alle so. Ja. So. Mhm. Und die Rumänen haben ja genau nebendran Moldau mit Transnistrien. Und da merkst du, da ist die Angst ganz massiv. Und dann komme ich nach Polen an dem Tag, an dem sozusagen eine größere Debatte war, über die Frage der deutschen Rolle in Polen. Und dann wird dir sehr schnell klar, und das spürst du auch, die Polen, das polnische Volk, im polnischen Volk, und das differenziert sich noch zwischen dem westlichen und dem eher östlichen Teil. Also du siehst an den Stellen, wo die Sowjetunion Polen überfallen hat, also 1. September 1939 die Deutschen, 17. September die Sowjetunion. Und da siehst du, dass in Polen eine große Angst davor ist,
dass die Deutschen wieder an Polen vorbei mit Russland Separatpolitik betreiben. Und dann fühlen sie sich nicht mehr von uns mitgenommen. Und da spielt Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sozusagen die Rolle. Aber du merkst eben auch, dass in Polen, die haben 17% ihrer Bevölkerung verloren. Das ist der höchste Blutzoll, den ein Volk im Zweiten Weltkrieg als Gesamtvolk geleistet hat. Und ein Territorialverlust, der von der Sowjetunion ja besetzt ist und abgetrennt ist. Und da merkst du, das macht was mit so einer Nation. Mhm. Auch im Langzeitgefüge, auch in der Erinnerung bis heute. Und ich war ja an dem Tag da, an dem Sarah Wagenknecht die Rede gehalten hat und der Meinung war, also ich bin ja, ich habe im Senat genau in der Zeit gesessen, als die Rede gehalten wurde. Und dann haben mich die Senatskollegen, die polnischen Senatskollegen, ja gefragt, ob das meine Position ist und ob ich der Meinung sei, dass man an Polen vorbei, an den osteuropäischen Staaten vorbei, dass Deutschland separate Abkommen mit Russland zur Energielieferung schließen sollte, möglicherweise auch noch Friedensoptionen verhandelt über die Ukraine, also einen souveränen Staat. Und Deutschland wäre derjenige, der die Ukraine verteilt. Und dann merkst du, da ist ziemlich viel Dampf auf dem Kessel. Deswegen neige ich ja dazu, mehr Europa als Ganzes zu sehen und dabei Osteuropa viel stärker in den Blick zu nehmen als gemeinsamen Teil Europas. Sonst verlieren wir den ganzen Teil entweder an die Aggression oder an die Panik. Und im Kern ist das beides keine Grundlage, um Europa zu entwickeln. Richtig. Also in Polen sind sowieso jetzt die Kaczynski, also er hat eine Stimmung so im Laufe der Zeit aufgebaut, die jetzt für die Solidarität in Europa nicht so vom Vorteil ist, gerade jetzt. Ja, aber das ist sicherlich auch sehr zerrissen. Mich hat gewundert, im Sommer 2021 hat ja Putin sozusagen seine große Geschichtsvorlesung gehalten. Und die habe ich damals im Deutschlandfunk, gab es da eine ganz lange Sendung dazu. Und ich fand das wirklich beängstigend in dem, weil ja ganz klar war, was er eigentlich will. Also als er gesagt hat, das Schlimmste, was im 20. Jahrhundert passiert ist, war der Verfall der Sowjetunion. Wenn das für ihn das Schlimmste ist, also das, was am ehesten repariert werden muss oder überholt werden muss, dann ist ja klar, dass es eben wirklich nicht darum geht, will ich jetzt was von der Krim oder will ich was aus dem Donbass, sondern dann will ich wo ganz anders hin zurück und dann will ich eigentlich bis an die Werra. Ja? Wenn ich das richtig wieder durchziehen will, dann will ich bis an die Werra. Trotzdem hat man sozusagen, hat er die viel mehr Befürworter hier für seine Position. Ich weiß gar nicht, ob die Leute da immer so tief einsteigen oder was es ist, aber die sagen ja dann immer, ja, aber wir verstehen das, aber ich weiß immer nicht, was verstehen wir, also diejenigen, die sich da als dieses Wir bezeichnen. Es ist so, es bleibt ja eine Tatsache, dass der Hitlerfaschismus erst durch den Blutzoll der Sowjetunion und der Menschen in der Sowjetunion gestoppt wurde. Millionen Tote, die auf das Konto deutschen Größenwahns gehen. Und in der Zeit kommt dann die europäische Teilung. Das, was leider völlig übersehen wird, ist, dass auch die europäische Teilung, in der die deutsche Teilung sich auch abspielt, natürlich auch einen Preis hatte, den auch viele Sowjetsoldaten und viele sowjetische Menschen bezahlen mussten. Es sind Hunderttausende von Kriegsgefangenen, Millionen von Kriegsgefangenen, die im Deutschen Reich, also unter deutscher Kontrolle, befreit wurden. Die sind nicht mit offenen Armen zu Hause empfangen worden. Nein, die galten ja alle als Verräter. Ja. Und das Thema ist zum Beispiel bei uns völlig vergessen worden. Also es ist auch völlig verdrängt worden. In Westdeutschland aus antikommunistischer Perspektive, in Ostdeutschland, weil die Sowjets unsere Freunde sind und dieser Begriff Freunde waberte über allem. Und wenn du dich dann mit der Historie gründlicher beschäftigst, dann stellst du fest, da sind ein paar Ungereimtheiten, über die wir nicht reden wollen. Und deswegen ist es einfach so eine emotionale Nähe, die da behauptet wird. Wir hätten ein Verständnis, Ostdeutsche hätten ein Verständnis mehr zur russischen Seele und meinen damit aber ihre alte Sowjetunion und ihrem Teilsystem, bei dem sie ein Teil davon waren. Dagegen will ich gar nichts sagen. Es hat nur mit den Realitäten heute nichts zu tun. Also es hält einen Realitätencheck nicht aus. Weil wer sich
jedenfalls links empfinden würde, müsste ein Gespür dafür haben, was Imperialismus ist, was imperiale Machtausübung ist. Wer ein Friedensbewahrer sein will, muss wissen, was Chauvinismus ist, was überhöhter Nationalismus ist. Und auch dieser Nationalismus in der Gegenbewegung darf uns nicht egal sein. Also auch da erleben wir ja seltsame Verdeckungen und blinde Flecken. Trotzdem sage ich, ich tue mich schwer, das innerhalb des Krieges immer weiter zu thematisieren, weil das am Ende ja was anderes wiederum verdeckt, nämlich den Angreifer. Also ich kann mich damit auseinandersetzen, wenn wir über ein Europa reden, dann muss man fragen, wohin geht die Ukraine? Aber diese Frage stelle ich seit dem 24. Februar nicht mehr. Ich habe auch gegen die Sanktionen gegen Russland immer argumentiert mit meinen Kollegen ostdeutschen Ministerpräsidenten. Das tue ich aber seit dem 24. Februar auch nicht mehr, weil ich sage, im Moment muss Putin gestoppt werden. Diese Politik, eine Aggression nach außen zu geben, die Russland auch an anderen Stellen ja praktiziert hat und da, wo überall russische Söldnertruppen mittlerweile in der Welt unterwegs sind, da kann man doch die Augen vor nicht verschließen. Da kann man doch nicht sagen, ja, die Amis machen es auch, deswegen darf das Russland auch. Ich möchte weder, dass es Russland macht, noch Amerika. Ich möchte auch nicht, dass China es macht. Ich möchte, dass auch kein anderer es macht. Mhm. Ich möchte, dass wir über kontinentale Friedensstrukturen reden. Und das ginge nur, wenn jeder Kontinent sich so organisiert, dass er, so wie der KSZE-Prozess mal war, jeder seine Friedensprozesse das selber organisieren müsste. Ja, das ist eigentlich sozusagen quasi das Bild zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja. Also der Tod schreibt seine Bestellliste. Das war der Augenblick, wo dieser offene Brief war, wo so die Meinung richtig geäußert wurde, dann öffentlich von mehreren bekannten Leuten, dass man mit den Waffen eigentlich nur noch mehr Opfer erzeugen werden und dass wir uns auch damit schuldig machen. Das stimmt. Aber keine Waffen sind auch keine Lösung. Sicherlich, aber wenn man einfach nur, sicherlich, das ist auch nur einfach aus der Luft gegriffen, wenn man sagt, wenn Russen die Waffen nicht hätten, die sie haben, und die Ukrainer und die Amerikaner die Waffen nicht hätten, die sie haben, wäre die Welt allemal friedlicher. Ich schicke meine Soldaten nicht mit Latschen und mit Zahnbürste in ein fremdes Land. Also ohne Waffen wäre eindeutig dieser Welt friedlicher. Ja. Und wir sind jetzt so, die Spirale haben wir so weit drehen lassen, dass es einfach, es ist nichts anderes als der hat, ich noch nicht, ich brauche noch eine größere Keule. Also die Spirale ist voll im Laufen. Jetzt. Der Punkt ist nur, deswegen teile ich das ja. Also ich träume von einem Grundgesetz, in dem drin steht, von Deutschland werden keine Waffen geliefert. Damit der Grundsatz klar ist. Japan hat sich mal entschieden, nach 45 zum Beispiel seinen Rüstungsetat klein zu halten. Das ist bei denen Verfassungsrang. Das ändern sie jetzt gerade. Und dass sie keine Atommacht sein wollten. Ja. Finnland und Schweden wären nie in die NATO gegangen, wenn Russland nicht den Überfall auf die anderen gemacht hat. Und da sage ich mal, und das ist mein Problem, deswegen bin ich da in meiner Zerrissenheit. Und ich rede auch über die Zerrissenheit. Ich tue nicht so, als wenn ich jetzt von glorreichem Wissen besessen bin. Ich weiß nur, in Litauen liegt, oder gegen Litauen liegt in der Duma ein Antrag vor, in der russischen Duma liegt ein Antrag vor, die Souveränität Litauens aufzuheben. Wenn das passiert, sind sofort die Truppen von Bad Salzungen und Bad Frankenhausen mitten im Krieg. Ja. Darüber muss man sich klar sein. Und dann kann ich sagen, ja, Waffen sind eins der großen Probleme. Das stimmt. Jetzt ist es zu spät. Das ist die Spirale. Und darüber muss man sich klar sein, dass diese Spirale, wenn sie gestoppt wird, muss sie auch ersetzt werden durch eine Friedensarchitektur, die sich völlig anders sortiert. Und da helfen uns alte Bündnisdenkstrukturen, die sich am Zweiten Weltkrieg und dann an der europäischen Teilung orientieren, helfen uns nicht weiter. Das finden die Brasilianer nicht gut, das finden die Inder nicht gut. Ja. Die Chinesen bauen sich zur völlig neuen Macht auf. Also insoweit sind wir da mitten in Fragen, weil die Chinesen bauen mittlerweile Waffen ohne Ende. Ja, das ist eigentlich das Problem, dass wir eigentlich
eine Friedensordnung etablieren wollen, mit bestimmten Regeln, sage ich mal Spielregeln. Aber wir haben Partner und entstehen Partner durch verschiedene Entwicklungen in verschiedenen Ländern, die diese Spielregeln auf einmal nicht mehr respektieren. Wie kriegen wir das geändert? Das können wir nicht, weil im Grunde genommen, es müsste heißen, wir möchten überall unsere Demokratie dahin exportieren. Das wird nicht gehen. Aber wie verhalten wir uns mit Ländern, die eigentlich Regeln einfach über ein Wort werfen? Da kannst du, was machst du da? Aber solange die Architektur der UNO und des Weltsicherheitsrates so ist, dass die ehemaligen Siegermächte im Zweiten Weltkrieg als stetige Nationalvertreter drin sind, kann jeder von denen das Veto einlegen. Ja, und da können alle anderen drapiert drumherum sitzen. Deswegen sage ich, ich träume, also meine Vision ist tatsächlich eine andere Form von Friedensarchitektur. Das bedeutet, dass im Weltsicherheitsrat nur noch die Kontinente sitzen und nicht Nationalstaaten. Und ich schlage noch was anderes vor. Nur 8 Jahre an der Macht. Alles, was länger ist, ist ein Verbrechen, weil dadurch kann man sich so ein Filz um sich herum bauen, dass man ein einziger Menschen seine Macht richtig pflegen kann. Und er kommt auf Ideen und auf Überlegung, wo er meint, die anderen sehen das nicht. Er ist klüger, er ist schlauer. Und man sieht, unsere Problemleute sind Leute, die über 8 Jahre an der Macht sind. Hey, da Trump. Müssen wir gründlicher streiten. 14, weil ich gehe jetzt 14 gerade bis 22. In die nächste, über an die Macht, über 8 Jahre habe ich gesagt. Ja, aber von 14 bis 22 ich gehe ist gerade schon über die 8. Nein, oh, ich ist verstehe, es eine ich verstehe, was Sie Legislaturperiode? Sagen. Ich verstehe, was Sie sagen. Ich will nur sagen, der Unterschied, der fulminante Unterschied, und deswegen bin ich bei Ihnen und kann damit bequem umgehen. Der fulminante Unterschied ist nur, in Amerika ist nach jedem Machtwechsel wird der gesamte Apparat ausgetauscht. Bei mir, ich darf mich nicht mal trauen, einen Staatssekretär zu berufen, wenn er nicht die beamtenrechtliche Laufbahn mit sämtlichen Höhergruppierungen hat. Also das deutsche Berufsbeamtentum ist immer vor dem Putsch, bewahrt alles andere vor dem Putsch, damit niemand in der Staatskanzlei auf einmal auf allzu kühne Gedanken käme. Kommt, ja. Deswegen die Balance, und da bin ich bei Ihnen, die Balance von aber Macht und Zeit. Man sieht, das möchte ich auch einen kleinen Unterschied. Bei uns ist es nicht irgendwie eine Verfassung geändert worden, um diese längere Amtszeit zu... Völlig richtig. Richtig. Was alles unternommen wird von unseren Lieblingspatienten hier, Orban und Erdogan und Putin, die ändern die Verfassung ein. Das heißt, die ändern die Spielregeln, das ist der um Punkt. Diese Macht zu erhalten. Da bin ich völlig und bei da Ihnen. Müssen Wenn das passiert, dann müsste das tatsächlich ins Kiesbett schon gehen. Da richtig. Müsste schon Ende. Dann müssen alle Alarmglocken schalten. Ja, ja. Er will mehr. Was will er? Das geht gar nicht. Richtig. Okay. Wir hätten hier noch Frau Baerbock und Herrn Lavrov, aber das ist aus der Zeit vor des Angriffskrieges, genau. Also da sucht sie noch, ob man sich da herantasten kann. Naja, ich müsste ja nicht, also insoweit zeigen wir es dann doch nochmal, weil die Frage ist ja, wenn jetzt Frau Baerbock mit dem Minensuchgerät heute in die Nähe von Herrn Lavrov käme, alleine was da aus dem Mund kommt, würde jedes Minensuchgerät völlig zum Durchdrehen bringen. Ich glaube, Lavrov ist die Mine dann in dem Augenblick. Er geht hoch. Ja. Ja, richtig. Bei diesem würde ich nicht auf das ganze Personal eingehen wollen, sondern speziell auf den hier zurück ins Dritte Reich, den zurück ins Kaiserreich und den zurück ins Märchenreich. Und dann wären wir auch in Thüringen, vor allem in Ostthüringen, bei Richtung Weidmannsheil. Ja, die Zeichnung ist mit diesem, der Rückwärtsgang rekurriert noch auf was Breiteres, Gang. Aber da sind wir ja wirklich sozusagen mitten in der Aktualität. Ja? Diese Mischung, die sich da zusammengefunden hat. Woher wusste Nell das? Kannte der Reuss 13 schon? Nein, aber es war auffällig, dieser Wunsch, Vergangenes nochmal aufleben zu lassen. Also dieser Misstrauen in der Zukunft, es ist irgendwie... Ich weiß nicht, ist dieser politischen Bewegung allen eigen. Und das macht mir eigentlich Angst, weil es ist keine Entwicklung, die uns Zuversicht in die Zukunft gibt, sondern wir beschäftigen uns mit längst verdauten Sachen. Und wenn man eine verdaute Sache wieder auf den Teller bekommt,
dann ist es unappetitlich. Das ist so. Vor allen Dingen alles nur Männer. Ja, auch. Aber Frauen werden da auch nicht besser, weil diese eine AfD-Abgeordnete, die jetzt wieder als Richterin tätig sein durfte, das ist ja eigentlich im Grunde der größere... Die jetzt Justizministerin werden sollte, genau, unter Heinrich dem Viertel vor Zwölften. Ja, und dieses, was jetzt ja auch passiert, sozusagen dieses Framen zu sagen, das wäre eine Rollator-Revolution. Also erstens war Hindenburg ziemlich alt, als er Hitler irgendwie an die Macht verholfen hat. Und zum Zweiten ist das auch eine Altersdiskriminierung, also dass man einfach sagt, mit, ja, die waren alle alt, deshalb sind die nicht ernst zu nehmen. Aber das ist ja der Versuch, aus dieser Ecke das zu verharmlosen. Mhm. Ich nehme nur zur Kenntnis, wie viele 1000 Unterschriftsbögen jetzt gefunden worden sind von Leuten, die wussten, dass ein Umsturz geplant ist und die sich verpflichtet haben mit Unterschrift, dass sie davon, von dem Wissen keinen Gebrauch machen. Mhm. Alles Vogelschiss. Das ist alles Vogelschiss. Naja, und es gab solange auch diese... die hinter den Kulissen träumen und agieren dürfen, solange sie Listen schreiben dürfen, solange sie überlegen, ob sie nicht noch einen militärischen Arm dazu haben, solange sie in einer Mischung von rechtsextremsten Akteuren, man sieht ja jetzt in Ostthüringen den einen Hauptakteur, jetzt kann man die Bilder deuten, wo er immer an seinem Rednerpult das reußische Wappen hatte. Und jetzt auf einmal deutlich wird, da hat es einen anderen Schulterschluss schon längst gegeben. Und Russia Today pro Putin, wir verstehen das, was Putin da macht. Und einer räumt jetzt mal auf. Und das ist alles anti-westlich, anti-amerikanisch. Dann kommt einer um die Ecke und sagt, Ami, go home. Früher war das mal in Westdeutschland ein linker Spruch. Mhm. Jetzt kommt er von der rechtsradikalen Seite. Aber der Typ ist ja selber, der das da betreibt, früher links außen gewesen, kommt jetzt rechts unten um die Ecke wieder. Also das ist schon eine gruselige Mischung. Und da finde ich der Begriff, die Rückwärtsgang oder der Rückwärtsgang, diese Doppeldeutigkeit im Sprachwitz, finde ich gelungen. Ja, Gang. Ja, hier haben wir China, da ist eher, glaube ich, nochmal sozusagen quasi der Bundesratspräsident gefragt, also dieses Große und Ganze auf die Welt zu gucken. Und das könnte ja auch fast ein Ramelow sein, aber der wurde einfach... Wir müssen das Bild vielleicht zeigen. Ja. Nee, nach vorne. Ja. So. Genau. Ja. Ja, also seine Diensttasche. Haben Sie seine Diensttasche? Nee. Ich habe einen Beutel, steht drauf Freiheit. Freiheit vor Diensttaschen. Es ist tatsächlich so, dass ich seit langer Zeit keine Diensttasche mehr habe. Es ist eine kuriose Geschichte, dass ich irgend so ein Beutelchen noch habe. Es könnte ja sein, dass es mal Baumkuchen gibt. Oder falls Bananen in Thüringen ausgehen. Ja, Beutel. Die Beuteldeutschen, also, eigentlich Entscheidende daran ist, dass tatsächlich China ein großer Produzent geworden ist. Mhm. Und zwar ein Megaproduzent. Und dass die Welt lange China verlacht hat. Das ist vorbei. Die Frage ist nur, in welche Richtung entwickelt sich China? Weil auch wir brauchen sowohl mit Russland als auch mit China partnerschaftliche Verhältnisse. Aber da müssen wir uns im Klaren sein, ob wir die Abgehängten sein wollen. Also ob wir nur in der Abhängigkeit den Clown machen für andere. Oder ob wir sagen, wir trauen uns zu, weil wir haben ja einen Hauptproduzenten für Batterien, der ein chinesischer Konzern ist. Mit dem arbeiten wir ja kooperativ zusammen. Und ich habe mit denen häufig zu tun, finde das alles sehr angenehme Menschen. Wenn ich aber sehe, wie in China künstliche Intelligenz, moderne Technik, also das, was wir noch so hier ein bisschen als lächerlichen Kram haben mit Facebook und Twitter, das ist in China längst eine deutliche Realität geworden, die zu also seltsam. Also die Überwachung jetzt von den Leuten selber. Das ist beides. Es ist ja freiwilliges Überwachen. Das ist auch sowas wie belohnen, wenn du dich gut verhältst. Mhm. Aber auch bestrafen. Also es ist völlig irre, was die mittlerweile mit dem Handy, mit der digitalen Welt
da sind wir noch in der Unschuld weit entfernt. Da ist China schon viel weiter, weil wenn du in die U-Bahn reingehst, bist du schon abgebildet. Wenn du auf einer Watchlist bist, bist du schon sichtbar. Ja. Das sind alles Dinge, die können wir uns hier noch gar nicht vorstellen. Insoweit muss man sich damit auseinandersetzen. Ja. Aber andererseits, wir haben China so stark gemacht, weil wir viel unserer Produktion dahin ausgelagert haben. Das ist lange Zeit als gute Kooperation auch, hat auch gut funktioniert. Und Know-how dadurch beides abgegeben. Beides. Ja, weil die ganz anders rangegangen sind. Die haben gesagt, wir sind nicht nur eure verlängerte Werkbank, sondern wir wollen euch eines Tages ersetzen. Und jetzt frage ich, der Batterieproduzent hier in Thüringen, muss er sein Know-how auch uns offenbaren oder ist alles... Der kriegt im Moment sogar Know-how von uns, deswegen ist er gekommen. Gut. Noch. Gut. Naja, der Punkt ist, die deutsche Automobilindustrie hat keine Autobatterieindustrie erstmal aufgebaut. Ja. Also die sind ja auch ausdrücklich eingeladen worden und wir müssen uns im Klaren werden, die also die deutschen Automobilbauer, wie zum Beispiel VW, macht seinen Hauptumsatz und seinen Hauptertrag mittlerweile in China. Also innerhalb des Marktes. Und insoweit sind die wieder in einer ganz anderen Vernetzungsstrategie drin. Ich glaube, wir haben in Thüringen auch damals unsere Solarproduktion eines großen internationalen deutschen Produzenten verloren, weil er sich mit China nicht anlegen wollte. Heute fangen wir wieder an, eine neue Solarproduktion aufzubauen. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn wir, also wir haben in Meiningen einen Produzenten, der sich mit Glasfasertechnologie hervorragend auskennt, der hat seine Produktion aus China jetzt abgezogen, nach Meiningen gebracht. Und in Sondershausen haben wir einen, der ist Weltmarktführer für Elektroinstallation. Der ist in der Lage, leistungsfähig die Produktion nach chinesischen Maßstäben, also auch im Preisgefüge herzukriegen. Und solange wir für die Transportwege glauben, dass wir dreckigen Schiffsdiesel dafür nehmen können, dass der Transport von Massenwaren nichts kostet auf der Welt. Solange wir den Globus dann ruinieren, wenn das alles über die Weltmeere geht, weil da sehen wir nicht, was als Dreckszeug alles in die Luft geblasen wird. Solange das nicht mit eingepreist werden, ist das nicht nur China schuld, sondern wir sind auch Teil dessen, dass wir das haben in die Richtung laufen lassen. Na, die große Schwierigkeit bei China ist ja aber auch, dass es Europa und auch Nordamerika zugelassen hat, dass China einfach nach Afrika gegangen ist und da im Grunde so eine Art Glasperlen gegen Grundpolitik gemacht hat und Europa sich allenfalls über die Entwicklungspolitik uneinig ist. Ja, und ich glaube sozusagen, Afrika ist eigentlich schon jetzt in großen Weiten klar, wo das eigentlich sozusagen hingehört. Aber Frau Sommer, zur Wahrheit gehört auch, dass vorher die Europäer da waren. Ja, sicher. Ja. Also ich will nur in Erinnerung rufen, wie hieß Kolonialismus. Und in der gleichen Tradition der Veränderung. Ja. Aber wir haben es nicht verhindert, dass neue Kolonisatoren dahin gegangen sind. Wir haben es ihnen überlassen. Wir haben es Also wir haben dann angefangen. Das ist unsere Abschätzigkeit gegenüber Afrika. Das ist unsere Abschätzigkeit gegenüber der ganzen Welt. Ja. Dass wir sagen, wir beziehen uns auf uns selber. Also ich will das Beispiel nochmal sagen. Wir produzieren Hühner, Hähnchen, Hähnchenbeine, Chicken McNuggets und was weiß ich. Und die Hühnerflügel schaffen wir nach Afrika. Die Karkassen kommen nach Afrika. Genau, genau. Und dann sagen wir, hier wird der Plastik eingesammelt. Wir sind stolz darauf, dass wir Recycling-Weltmeister sind. Wir fragen nicht, wo es hinkommt. Der Elektroschrott geht an die Sammelstelle und wir sind stolz drauf. Wir könnten das Produkt auch ändern. Wir könnten den Elektroschrott vermeiden, indem die Produktion schon so wäre, dass es hinterher zu Rohstoffen wieder zerlegt werden könnte. Cradle to Cradle heißt die Philosophie. Jeder Ingenieur könnte dir sofort sagen, wenn wir das in das Design reinmachen, dann wird es vielleicht ein bisschen teurer, aber langfristig wird es sogar preiswerter. Diese Bilder aus der Atacama-Wüste, wo du siehst, was da alles rein hingeschmissen wird. Mondklamott, genau. Wir sind dran vorbeigefahren. Ja. Also ich habe es angucken können. Ja. Und dann bist du fassungslos, weil wenn du siehst, wo die großen Bergbauunternehmen durch waren, da war ich ja mit Thüringer Bergbauunternehmen. Und da war die chilenische Seite auf einmal ganz hellhörig, weil ich ganz offen darüber geredet habe, wie wir auch in Thüringen mit unserer Bergbaunachsorge umgehen. Das war ja auch nicht frei ohne Stress, dass Kalilauge in die Werra geht, dass das zu Recht umstritten war.
Aber dass wir heute neue Verfahren entwickeln, dass Glück auf Sondershausen das erste grüne Bergwerk der Welt werden will, dass sie zur Muttergesellschaft gehört, die Maximator in Nordhausen, Wasserstofftankstellen, die exzellent produzieren, muss man ja alles sagen, dass man da mal sagt, dass sie Schachtbau Nordhausen dabei hatte, die zu Sowjetzeiten, also zum RGW-Zeiten, der große Ausstatter war. Heute unser starker Player, mit dem wir international auch punkten können. Und da sind die Chilenen sehr neugierig geworden, ob wir mit ihnen über Nachhaltigkeit reden können und über die duale Ausbildung, Berufsausbildung. Südamerika wird zum wichtig. Zum letzten Bild kommen wollen. Oh. Mhm. Gerade wo wir jetzt in der Weihnachtszeit sind. Sie waren ja schon mal bei diesem Papst zu Besuch, als er noch Papst war. Vertuschen, vergessen, vergebens, ja. Das ist ja, wenn man jetzt die letzten Tage gab es die Zahlen, wie wenig Leute dieses Jahr noch in die Gottesdienste gehen wollen. Ich glaube, nur noch jeder siebte, vor der Corona war es jeder vierte. Den Kirchen rennen wirklich die Leute davon. Das ist ja so oft in unterschiedlichen Zusammenhängen vom christlichen Abendland die Rede. Ja, wo gehen wir, wo entwickeln wir uns da eigentlich hin? Ich meine, vielleicht würde man heute auch gar keinen Besuch mehr machen von Bundestagsabgeordneten, mein Papst. Weiß ich nicht. Also die Frage ist, was wir heute mit ihm diskutieren würden. Also das ist ja hier noch Benedikt, den wir da sehen. Ja, ich habe ja beide Päpste besuchen dürfen. Ich war ja zur Audienz bei Benedikt mit dem Bundestagsabgeordneten und bei Franziskus hatte ich eine private Audienz. Mit Franziskus bin ich schon sehr ins Gespräch gekommen, mit Benedikt zu der Zeit gar nicht. Aber als ich bei Benedikt war, hatten die mich vorher gefragt, was wollt ihr diskutieren? Dann habe ich gesagt, zum Beispiel über Kondome. Also die Frage war, also gab es noch die Option, dass Kondomi nach Afrika ein Werk liefert, das eine andere Kooperation ist. Und da wollte ich über Verhütung reden, was ja durch das Verhalten von Rom immer unterbunden worden ist. Und dann habe ich dabei, und insoweit habe ich bei der Gelegenheit, als ich bei Benedikt war, Sant'Egidio kennengelernt. Die Organisation Sant'Egidio, die tatsächlich in Afrika mit AIDS-kranken Frauen arbeitet, also die schon AIDS-krank sind, aber schwanger sind. Und die mit denen so arbeiten, dass das Kind ohne AIDS auf die Welt kommt. Das ist möglich. Das geht aber nur durch Verhaltensändern, durch Wissen, durch Kenntnis. Und das macht Sant'Egidio dann sehr konkret, weil die Schwester, die mich mit mir geredet hat, hat mich relativ schnell fassungslos im positiven Sinne gemacht. Die hat gesagt, wie viele Kondome wollen Sie mir denn geben? Also weil ich wollte mit ihr reden darüber, ob das nicht blöd ist, dass der Papst gegen Kondome ist. Und dann hat sie gesagt, darüber debattiere ich gar nicht, das ist gar nicht mal ein Problem. Wie viele wollen Sie mir denn geben? Drei oder fünf? Und wie viel soll ich verteilen? Und wo sollen die herkommen? Und das Schwierigere war, die AIDS-Präparate, die zu diesem Zeitpunkt nur noch für die westliche Welt zu bezahlen waren. Ja. Dann hat sie gesagt, wissen Sie, bevor Sie mit mir über den Papst streiten und über Kondome, sagen Sie mir, wo ich AIDS-Präparate herkriege, damit ich den Patienten helfen kann, die eigentlich Hilfe brauchen. Mhm. Und seitdem habe ich tatsächlich zu Sant'Egidio eine positive Beziehung, bin total begeistert, guck mir deren Projekte an, die waren das zum Beispiel, die erste sichere Flüchtlingsbrücke installiert haben. Als Franziskus das erste Mal Geflüchtete aus einer seiner Papstreisen mitgebracht hat, da steckte Sant'Egidio hinter. Und wir haben einen guten Draht in Jena. Also die kooperieren dort mit dem Lehrstuhl für Religionen und Zukunftsfragen, die sich daraus ergeben, aus diesen ganzen Spannungsverhältnissen. Und das Bittere ist natürlich, das könnte man jetzt am Kölner Bistum festmachen, wie stoisch man bis zuletzt versucht, das alles zu leugnen. Und da muss ich jetzt mal wirklich sagen, da ist unser Thüringer Bischof anders unterwegs. Der benennt das immer. Da bin ich Bischof Neimeyer wirklich sehr dankbar, dass er ein klares Verhältnis dazu hat, dass er auch den Menschen das Gespür gibt, dass er weiß, dass die Verletzung, die die Amtskirche hier ausgelöst hat, ausschließlich eine Verantwortung der Amtskirche ist und die anderen die Opfer sind. Und dass man nur, wenn man den Perspektivwechsel macht, aus der Brille der Opfer schaut, hat man eine Chance, Glauben anders leben zu können. Ja.
Ja, dann danke ich recht herzlich für diese Stunde, für dieses Gespräch. Ich lege Ihnen allen dieses Buch wirklich sehr ans Herz. Man hat da, kann man sehr schöne Stunden damit verbringen. Man kann sich noch mal reindenken, so wie es uns jetzt ging, indem wir uns über diese einzelnen Zeichnungen tiefere Gedanken gemacht haben. Vielen Dank, Nell, für 30 Jahre. Das ist wirklich toll und aller Ehren wert. Und ich hoffe, dass noch einige Jahre kommen. Ja, er will jetzt manchmal freitags frei machen, aber dann arbeitet er donnerstags vor. Das ist, da muss ich mich auch wirklich, ja, ziehe ich den Hut davor. Noch und 30 Freitage. Okay. ja, und vielen Dank, Herr Ramelow, für dieses Gespräch. Ich wünsche allen ein frohes Fest, wenn Sie das vor Weihnachten angucken, wenn Sie es nach Weihnachten angucken, dass Sie ein frohes Fest hatten und allen wirklich ein gesegnetes 2023. Ein Jahr, das hoffentlich friedlicher wird und für uns alle auch leichter zu ertragen. Wir hätten es alle verdient. Also nicht nur wir drei, die wir hier sitzen, sondern vor allen Dingen alle Menschen in unserem Land. Weil nach Corona hatte ich gehofft, dass es besser wird. Und dann hat uns Putin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt müssen wir lernen daraus, aus Corona und aus den Folgen des Krieges. Und wenn wir die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen, dann ist mir nicht bange. Das stimmt. Genau. Kann nur stärker werden.